Hi, Tom Eder hier vom Golden Future Blog. Persönliche Effektivität und konservativer Vermögensaufbau für Privatanleger. Heute geht es um das Pareto-Prinzip, auch 80-20-Regel genannt. Wilfredo Federico Pareto war ein italienischer Ingenieur, Ökonom und Soziologe. Eines seiner bekanntesten Werke ist das nach ihm benannte Pareto-Prinzip. Mit 20% unseres Aufwands erreichen wir 80% unseres Erfolges. Stellen Sie sich einmal vor, Sie müssten Ihre Arbeitszeit von 40 auf 8 Stunden pro Woche reduzieren. Würden Sie in diesen verbleibenden 20% Ihrer ursprünglichen Arbeitszeit immer noch genauso arbeiten wie zu Zeiten Ihrer 40-Stunden-Wochen? Hoffentlich nicht, denn klüger wäre es nun, Ihre Aufgaben so zu sortieren, dass Sie nur noch die wirklich wichtigen Arbeiten selbst machen, für die Sie am besten qualifiziert sind, und den ganzen Rest an andere Leute delegieren. Eine gute Technik zur Priorisierung von Aufgaben finde ich es mir beim Anblick einer unsortierten To-Do-Liste folgende Frage zu stellen. Wenn ich nur noch eine Aufgabe auf dieser Liste machen könnte, bevor ich 2 Wochen in Urlaub fahre, welche davon würde ich wählen? Dann blende ich diese Aufgabe aus und stelle mir die Frage erneut. Nun habe ich die 2 wichtigsten Aufgaben für die kommende Woche identifiziert und markiere diese farblich. Meist sind diese 2 Aufgaben genau jene, die Sie in weniger als 20% Ihrer wöchentlichen Arbeitszeit erledigen können und die für 80% Ihres Erfolges in dieser Woche verantwortlich sind. In meinem Buch Die 7 Lebensziele beschreibe ich im 2. Kapitel im Detail, wie Sie sich jede Woche eine nach Prioritäten geordnete To-Do-Liste aufsetzen können und wie Sie die Selbstdisziplin aufbringen können, jede Woche mindestens die 2 wichtigsten Aufgaben auf dieser Liste und meistens sogar noch Nummer 3, 4 und vielleicht sogar 5 erledigen können. Das Pareto-Prinzip, auf 80-20-Regel genannt, lässt sich auf sehr viele Bereiche des Lebens anwenden. Hier ein paar hypothetische Beispiele. 20% der Menschen, mit denen Sie täglich interagieren, bereiten Ihnen 80% Ihrer Probleme. 20% der Projekte Ihrer Firma binden 80% der gesamten Arbeitsstunden der Belegschaft. 20% Ihrer Kunden sorgen für 80% Ihres Umsatzes. 20% der Bevölkerung besitzen über 80% des umlaufenden Geldes. 20% Ihrer täglichen Handlungen entziehen Ihnen 80% Ihrer Willenskraft. Wann immer Sie ein Problem haben, stellen Sie sich die Frage, welches die 20% der größten Ursachen dieses Problems sind und ob diese beseitigt werden können. Ich habe schon von sehr erfolgreichen Unternehmern wie Robert Kiyosaki und Caleb Jones gelesen, dass sie die Verträge mit 20% ihrer unangenehmsten Klienten beendet haben und 80% ihrer Probleme verschwanden. Binnen kürzester Zeit konnten diese Klienten durch lukrativere Aufträge ersetzt werden, und Sie mussten sich fragen, warum Sie das nicht schon viel früher gemacht haben. Wovor ich an dieser Stelle aber warnen möchte, ist es zu übertreiben. Sie können nicht jeden Auftrag nur zu 80% erfüllen und die verbleibenden 20% einfach nicht machen. Wenn meine Handwerker 80% einer Sanitärinstallation fertig bauen und dann einfach zurück nach Ungarn fahren würden, wäre ich höchst ungehalten, da ich dem Bauherrn kein Badezimmer ohne funktionierende Wasserversorgung übergeben kann. Aufgaben müssen ganz abgeschlossen werden, denn entweder ich mache etwas richtig oder ich kann es auch gleich lassen. Wenn besagte Handwerker das Bad fast fertig bauen und am Ende nur noch der Wasserzähler fehlt, dann ist die Aufgabe nicht abgeschlossen, denn sie müssen zu einem späteren Zeitpunkt trotzdem noch einmal dorthin fahren und die Arbeit vollenden. Wenn eine Aufgabe gut vorbereitet wird, dann können in 20% der Arbeitszeit 80% der eventuell später auftretenden Probleme vermieden werden. Nehmen Sie sich die Zeit, Ihre Tätigkeiten zu planen. Was brauchen Sie dafür? Was muss dorthin mitgenommen werden? Was ist das letzte Mal schiefgegangen und wie hätte es vermieden werden können? Auch bei Telefonaten oder Besprechungen können Sie durch eine gute Vorbereitung des Gespräches 80% der sinnlosen Diskussionszeit vermeiden. Wenn Sie genau wissen, worüber gesprochen werden soll und was das Gespräch erreichen soll, dann ist ein zufriedenstellendes Ergebnis nicht weit entfernt. Machen Sie sich das Pareto-Prinzip zunutze.
Fragen Sie sich stets, welche 20% Ihrer Aufgaben für 80% Ihres Erfolges verantwortlich sind und fokussieren Sie Ihre Arbeit auf diese Bereiche. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf YouTube unten rechts auf den roten Abonnieren-Button oder abonnieren Sie den Golden Future Blog auf Facebook. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.